sogenannten Holocaust natürlich, wie die meisten Menschen, denke ich mal. Zweiter Weltkrieg. Verfolgung, Holocaust, ja. KZ, Verfolgung allgemein. Was soll da noch sein? Ja, wenn man Juden sagt, Hitler wahrscheinlich, oder? Hitler. Zweiter Weltkrieg. Auch Hitler. Hitler. Vergasung. Über Juden kann ich viel erzählen. Zweiter Weltkrieg, Holocaust. Witze macht man darüber. So doof, nein. Juden. Scheiße, Alter, Juden. Juden, was soll ich sagen? Juden. Wurden mal vergast, ja. Hitlers größte Angst, da hast du Stromrechnung. Haben sie nicht verstanden, okay. Juden. Nee, Juden, keine Ahnung, ich weiß nicht. Die sind geizig. Juden sind geizig, ja. Wird so gesagt. Warum sind sie geizig? Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Juden. Haben sie kein anderes Thema? Juden. Okay, warum gerade über Juden? Ich mag keine Juden. Ich bin Moslem, ich hasse die. Ich habe ja viel über Geschichten gehört, über Juden. Daher ich als Moslem bin, bin ich nicht so arg interessiert eigentlich, ja. Viele akzeptieren es ja immer noch nicht. Viele verstehen ja unter Judentum immer noch so das Negative, sag ich mal. Brauchen wir nicht weiter reden, das sind geldgeile Schweine, Arschlöcher, Missgeburten und können ausgerottet. Die Juden möchten alles so über die Hände nehmen, ob jetzt in Deutschland ist oder in Italien. Das verstehe ich nicht. Wenn ich nach München gekommen bin, habe ich mich auch anständig benehmen müssen. Juden, ja. das ist halt eine andere Religion. Jesus natürlich. Obwohl sie ihn ja eigentlich nicht anerkennen als Propheten, aber König der Juden wurde er früher genannt, deswegen. Also ich weiß nicht viel über die jüdische Religion, aber ich verbinde auf jeden Fall nichts Negatives damit. Aber Juden, wir haben nichts gegen Juden. Wir haben in unserer Heimat, in Frontenhausen, haben wir eine ganze Abteilung Juden, abstammende Juden. Und die sind Leute wie wir genauso. Also ich kenne die Anne Frank ja vom Fernsehen und so, die war ja auch Judin und sie wurde in das Kfz also geschleppt und ja, sie war eine Judin und zum Beispiel der Hitler hat die Juden irgendwie umgebracht, also die ganzen Juden, glaube ich, umgebracht. Oh, wir Deutschen sind so schlecht, wir haben sie alle umgebracht. Wir haben über 80 Millionen Einwohner, würde man schätzen, vielleicht sind davon 10, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal sagen 5 bis 10 Millionen vielleicht Juden. Also bestimmt mehr wie evangelische und katholische. Glaubst du? Ich denke mal so, dass bestimmt die Hälfte von welchen, die in Deutschland wohnen, bestimmt Juden sind. Genügend sind sehr, sehr viele, ja. Und in Italien hat die Jude jetzt was zu dirigieren. Ich war im Sommer in Italien, da sind so viele Juden mit den Geschäften. Da unten die sind die Italiener fast in bestimmte Straße. Kann ich dir mehr zu sagen? Das sind lauter Juden und Chinesen. Deutschland. Wie viele Menschen wohnen denn in Deutschland? So eine Million oder so? Wie viele Juden? Ich schätze so 1 Million. Oder kann ich nicht schätzen. Das ist mir nicht möglich. Aber sagen wir mal 3%. Ich denke so 5-6%. 10%? Pro Stadt um die 10 Leute. Nein. Das hat sich alles grundlegend irgendwie geändert, denke ich. Ich denke nicht, dass es Juden gibt in Deutschland. Woher? Ja, aus allen möglichen Ländern, schätze ich. Ich habe so in südlichen Ländern kommen die, klar. Aus, ich würde mal sagen Südeuropa, Italien, Griechenland, Türkei. EG-Länder nicht, keine EG-Länder. Arabische Länder, arabische Länder. Sagen wir so, okay? Ich würde sagen, die sind auf jeden Fall hier geboren, weil welche Jude würde schon noch nach Deutschland kommen, so ungefähr. Ich denke, dass die Juden, die jetzt noch in Deutschland leben, hier geboren wurden, ja. Ich denke, dass die Juden, die in Deutschland wohnen, eingewandert sind, weil ich denke, dass sie während der Verfolgung alle ausgewandert sind und ja. Denk, ja, die kommen woanders. Das denke ich auch. Also wenn sie eingewandert sind, dann wahrscheinlich vor allem vielleicht aus Amerika oder Israel halt. Israel, ja. Palästina, Israel, weiß nicht, wo gibt es denn noch
die, wo kommen die Juden, wo wohnen, der, ich weiß nicht, wo ist überhaupt, das wissen wir nicht. Was waren die jüdischen was? Entschuldigung, was für Flüchtlinge? Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie bitte? Jüdische Kontingentflüchtlinge. Sagt mir jetzt nichts. Was heißt Kontingent? Ich komme aus Berlin, Alter. Ich kenne sowas nicht. Ich verbinde damit wahrscheinlich nur, dass in der nationalsozialistischen Zeit immer, sagen wir mal, eine gewisse Menge Juden auswandern durften. Gegen Bezahlung und Hinterlassung ihrer Eigentümer, ihres Eigentums, was sie hier hatten. Ich glaube, sie sind geflüchtet, weil sie Juden waren und sie wurden dann alle umgebracht, weil sie Juden waren, oder? Stimmt nein, nicht. Mein Mann ist nämlich Geschichtslehrer. Ich bin Geschichtslehrer, daher wundere ich mich über den Begriff Kontingentflüchtling. Dann sagen Sie mir mal, was das ist. Nee, ich habe keine Ahnung. Würde mich interessieren. Was sind denn jüdische Kontingentflüchtlinge? It's more than just a word. It's something you can feel. It's a place where you belong. It's home without you. Also ich merke meiner Frau überhaupt nicht an, dass sie nicht in Deutschland geboren ist. Weil das liegt sicherlich vor allen Dingen daran, dass sie völlig akzentfrei Deutsch spricht. Sie ist ja mit 11 aus St. Petersburg nach Deutschland gekommen und hat dann ja so gerade noch geschafft, Deutsch akzentfrei zu lernen. Ansonsten, jeder hat seine Eigenheiten. Ich glaube nicht, dass das jetzt was mit dem russischen Hintergrund zu tun hat. Und ja, sie ist halt emotional und so, aber da gibt es Deutsche auch, die das sind. Von daher merke ich da nichts. Ich glaube, ich merke das, wenn meine Freunde mich umarmen und sagen, ach Lena, du bist so herrlich unkonventionell. Dann denke ich, vielleicht hat das ja, weiß ich nicht, mit meinem russisch-emotionalen zu tun oder mit was Jüdischem oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das an bestimmten Dingen merke. Ich merke das... Also ich merke das vielleicht gar nicht bewusst. Vielleicht ist das einfach ein Teil von mir, der mir aber nicht klar ist. Also es gibt nicht so einen Zeitpunkt, dann denke ich so, jetzt benehme ich mich aber sehr russisch oder sehr jüdisch oder sehr deutsch, sondern das ist irgendwie alles ein Teil von mir. Aber ich bin dann halt anders als die anderen und finde das gut so. Ja, die Frage nach der Identifikation, die ist eine schwierige. Das ist, also objektiv bin ich jemand, der in einem Land geboren ist, das es nicht mehr gibt. In der Sowjetunion, habe die meiste Zeit inzwischen in Deutschland verbracht, war in Russland eigentlich nur zweimal als Tourist im Wesentlichen, war auch in vielen anderen Ländern unterwegs. Mein Bekanntschaftskreis ist sehr unterschiedlich und sehr divers und nicht unbedingt dominiert von Menschen, die auch in der Sowjetunion geboren sind. Insofern denke ich, dass das einfach eine Identifikation ist, die individuell ist und die vielleicht nicht so wirklich in ein im Voraus bestimmtes Konzept passt. Ich glaube, ich würde mit niemandem gern tauschen. Ich finde es gut, wie es ist, dass ich von woanders komme und nicht hier geboren wurde, vielleicht die Sprache noch nicht ganz perfekt kann, aber dadurch dann auch eine andere Sprache und eine andere Kultur erlebt habe. Und ich finde, das passt auch zu mir. Und das würde ich nicht weggeben, einfach so, dass ich woanders aufgewachsen bin und dann andere Sachen erlebt habe. Ich war im Kindergarten zu Brezhnev-Zeiten, das war so frühe 80er Jahre.
die Zeit der sogenannten Stagnation. Und da gab es in jedem Raum, also so ähnlich wie in bayerischen Räumen es überall ein Kruzifix gibt, gab es in jedem öffentlichen und in fast jedem öffentlichen Raum in der Sowjetunion damals ein Bild von Lenin. Und unsere Erzieherin hat uns erklärt, dass das kein einfaches Bild ist, sondern eins, was einen immer anschaut, einen tief in die Augen schaut, egal wo man sich im Raum befindet. Und das fand ich total spannend, dass der Lenin, obwohl er tot ist und nur auf dem Bild ist, doch sowas kann. Und das war dann so, die hatten Mittagsschlaf im Kindergarten und ich wollte eigentlich nie schlafen nach dem Mittagessen. Also bei uns zu Hause gab es das irgendwie nicht. Und da bin ich rumgelegen und habe mich irgendwann daran erinnert, dass da Lenin war und sein Bild, was einen direkt anschauen sollte, und habe da drauf geguckt und, oh Schreck, es war wirklich so. Es hat wirklich mir und nur mir in die Augen geschaut. Das hat mich dann interessiert. Ich habe am nächsten Tag ein anderes Bett genommen, irgendwo am anderen Ende des Raums, und es war wieder so. Und dann nochmal. Und also ich fand das total faszinierend, dass Genosse Lenin jeden Tag weiß, wo ich liege, obwohl es nur ein Bild ist. Die Schule fing immer am 1. September an, egal was für ein Wochentag das war, ich glaube sogar sonntags. Und dann kamen alle Kinder eben, naja, die Jungs hatten, glaube ich, die gleiche Schuluniform an, aber die Mädchen kamen eben in diesem braunen Kleid mit einer weißen Schürze. Und dann wurden alle so nach Klassen im Schulhof aufgestellt und alle Kinder hatten Blumen für die Lehrerin dabei. Und dann wurde da, glaube ich, auch kommunistisches Zeug gesungen und das war alles so ein bisschen feierlich. Meine erste Lehrerin heißt die Mappe. Es sind auch meine anderen Fotos drin. Hier ist meine schöne Klasse mit den ganzen Kindern in Schuluniform und ich als Einzige ohne Schuluniform. Ja, alle Kinder haben Schuluniform getragen. Meine Mutter fand das selber als Kind auch schon schrecklich. Und da ich kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zur Schule gegangen ist, hat sie gesagt, so dieses Schuluniform tragen, das soll es nicht mehr geben. Du wirst keine Uniform tragen, ich werde dir keine kaufen, ich werde dir keine nähen. Du sollst normale Sachen anhaben, die bequem sind und gut aussehen. Ja. Aber das ging dann irgendwie auch weiter durch die ganze Schulzeit. In der zweiten Klasse sind alle Mädchen noch in weiß und dunklen Röcken. Und hier war das wahrscheinlich die fünfte Klasse, da sind wir auch noch. Weiße Blusen, schwarze Röcke. Sechste Klasse, weiße Blusen, schwarze Röcke. Und das war ja schon lange nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Aber irgendwie wandelt sich das nicht so schnell und man behält diese Mentalität. Diese Posttotalitäre. Hier, das war eins der letzten Jahre. Hier sind schon fast alle in Jeans. Der Kapitalismus hat seine Sache getan. Mein Lieblingsfach war Deutsch. Ich wollte Deutsch studieren. Und ich war in der Schule fast die Beste, habe goldene Medaille am Ende bekommen. Und am Ende bei uns war so Elternabend, wo alle Lehrer waren dabei. Und sie haben Eltern gefragt, was wir tun möchten. Und meine Mutter hat gesagt, dass ich will Deutsch studieren. Und Deutsch konnte man nur bei Uni studieren. Und bei Uni die Juden waren... Das war unmöglich, Juden dort studieren. Nur ausnahmeweise, nur wenn man Beziehungen gehabt hat. Und weil wir keine Beziehungen haben, meine Mutter hat mir gesagt, sowieso wirst du das nicht schaffen, das ist unmöglich. Und dann habe ich technische Uni ausgewählt. Aber weil ich Software studieren wollte, habe ich eine optische das war nicht Uni, das war ein Institut ausgewählt. Und als ich meine Papiere aus der Schule gebracht habe, man hat mir gesagt, liebe Mädchen, bitte wählen Sie andere Uni, weil diese Uni ist ein bisschen militärisch, diese Berufe.
Und deswegen, die Juden sind hier nicht willkommen. Sie hat das ein bisschen anders gesagt. Sie konnte nicht sagen über Uni. Sie hat gesagt, sie wissen schon, warum sie sind nicht sehr willkommen. Bitte wählen Sie eine andere Uni. Sie haben gesagt wahrscheinlich, dass wir empfehlen Ihnen. Ja, wir empfehlen eine andere Uni. Aber ich habe gesagt, nein, ich gehe, ich komme zu Ihnen. Und dann war erste Aufnahmeprüfung, Physik. Das war 1. August um 9 Uhr. Und dort waren so Karten mit Nummer. Und ich, als ich meine bekommen habe, ich habe gesehen, dass das ist sehr leichte Aufgabe. Ich habe die in 15 Minuten geschrieben. Und dann bin ich zum Professor gegangen. Und er hat geguckt, diese schriftliche Aufgabe, und hat gesagt, Sie bekommen 2. 2 ist wie in Deutsch 4 oder 5, glaube ich. Und ich habe gesagt, Sie haben noch mich mündlich nicht gefragt. Und er sagt, nein, die schriftliche Aufgabe ist nicht richtig, bitte gehen Sie. Und dann zu Hause habe ich ein Buch für Vorbereitung zur Uni gehabt. Und dort war die gleiche Aufgabe und ich habe alles richtig geschrieben. Dann sind meine Eltern zu dieser Aufnahmeprüfungskommission gekommen und haben gefragt, warum 2. Die haben gesagt, jetzt kann man nicht beweisen, weil alles ist vernichtet. Alles, was ihre Tochter geschrieben hat, ist schon vernichtet. Also für mich war Jude immer so ein Schimpfwort, was wir auf dem Spielplatz benutzt haben oder in der Schule, sowas wie, weiß nicht, du Blödmann oder du Dummkopf oder was auch immer Kinder so sagen. Und ich habe das auch immer benutzt und irgendwann mal haben mich meine Eltern dann beiseite genommen und haben gesagt, ich soll das besser nicht als Schimpfwort benutzen, weil ich selber Jüdin bin, was mich sehr schockiert hat, weil das für mich ja immer so einen negativen Beiklang hatte. Also in der Schule haben die meisten schon gewusst, dass ich Jude bin und man hat das ab und zu auch zur Kenntnis genommen. Wir hatten in der 9. Klasse einen koreanischen Schüler. Ich weiß gar nicht mehr, weswegen Koreaner jetzt in Kirgisien waren, aber wir hatten da auch einen koreanischen Schüler an der Schule. Und der war ein ganz lieber, aber irgendwann mal haben ein paar Jungs angefangen, ihn als Koreaner anzustempeln und mit ihm zu schimpfen. Und ich habe mich irgendwann mal blöderweise eingemischt, was sich äußerst unpraktisch erwiesen hat, weil sie dann einfach darauf umgestiegen sind, mich dann fertig zu machen. Und dann kamen aber auch so die klassischen Klischees wie Judin, fahr nach Israel, Frau Lehrerin, sollen wir die Stunde früher enden lassen, damit die Judin hier nach Israel kann, sie verpasst ihren Flug und scheiß Judin und hau hier ab und gehe hier von der Schule und so Sachen kamen dann plötzlich. Ja, das ist Pass von Sowjetunion und dort gibt es Punkte. Vier, ja. Ja, und fünfte Zelle, das ist Nationalität. Und dort steht Jude oder Russe oder noch jemanden. In deinem Fall steht Jude. In meinem Fall steht Jude, stand Jude, ja. Als die Sowjetunion zusammenbrach, brach auch das wirtschaftliche System zusammen, was dann dazu führte, dass die Leute teilweise nichts zu essen hatten, weil es nichts zu kaufen gab, weil der Fünfjahresplan ja nicht mehr da war und die Leute auch teilweise monatelang ihr Gehalt nicht ausbezahlt bekommen haben. Und es war einfach so eine unsichere Situation, in der man nicht wusste, wo das jetzt alles hinführt und wie öfters in so schwierigen Zeiten waren die Juden dann die Sündenböcke und der Antisemitismus stieg in der gesamten damals schon ehemaligen Sowjetunion an. In dieser Zeit war sehr, sehr starke Bewegung, die heißt Pamet. Das, ich weiß nicht, das ist sehr antisemitische Bewegung war in, und waren viele Warnungen, dass kann Pogromen kommen.
Also wir haben über Deutschland nicht viel gewusst und so unser Wissen über Deutschland, das kam, oder unser Denken über Deutschland, das kam doch zu einem großen Teil aus der Literatur, die sehr kriegsbetont war. Also es waren sehr viele Heldenerzählungen über sowjetische Helden, die eben gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und so. Man hat da schon so eine unterbewusste Assoziation eines Soldaten mit einem Helm und sonst der Montur, wenn man so an die Deutschen gedacht hat in der Zeit, wo ich ausgewandert bin. Für mich war das ein Trauma. Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Damals mit 15 nach Deutschland zu gehen, alles aufzugeben, die Schule, die Freunde, die Gesellschaft, da kannte ich mich ja so einigermaßen gut aus. Ich habe mir vorgestellt, dass ich studieren würde, wie das werden würde. Ich wusste, wie Sachen funktionieren und dann plötzlich nach Deutschland zu gehen, alles hinter sich zu lassen, dann auch noch ausgerechnet nach Deutschland zu gehen, war für mich mit meinen damaligen Vorurteilen, über die mich niemand aufgeklärt hat, ziemlich schwierig. Ich habe gesagt, dass ich fahre nie nach Deutschland, weil mein Vater ist in den Krieg gefallen und ich will nicht nach Deutschland fahren, weil das ist verbunden mit diesem Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Also ich weiß, dass es ein Problem war und ich weiß auch, dass mein Vater sehr lange, nachdem wir die Erlaubnis schon hatten, oder uns zumindest beworben haben, also ich erinnere mich nicht mehr an das genaue Stadium, aber als Deutschland sozusagen sehr konkret im Gespräch war, hat mein Vater noch monatelang gesagt, er wird nicht in dieses Land gehen. Weil sein Vater ist eben im Krieg gefallen und auch sonst haben wir Familienmitglieder, die unter dem Holocaust gelitten haben. Und mein Vater war ja auch schon auf der Welt, also er war zwar noch ein Kind, aber er hat trotzdem die Petersburger Blockade überlebt und er ist ja 40 geboren. Und das ist... Also für ihn war es ganz fürchterlich, der Gedanke, monatelang. Also hat immer gesagt, er will nicht hierher. Das war so schlimme Zeit in 91 und 92, dass wir, für uns, das war einfach raus. Wir hatten keine Zeit und keine Kraft zum Überlegen. Wir haben keine Frage gestellt. Wir waren die Erste. Wir haben überhaupt keine Frage im Konsulat gestellt. Was für Bedingungen, unter welche Kontingent sind wir, was wird anerkannt, wo werden wir wohnen. Wir haben kein Wort gefragt, einfach raus. Ja, als wir dabei waren auszuwandern, waren die Erwartungen an den Wohlstand schon so, dass es mehr davon gibt in Deutschland als in der Sowjetunion damals. Wir hatten nicht dieses System damals, inzwischen gibt es das ja, dass man einen Supermarkt hat und Sachen sich einfach selbst rausnehmen kann, sondern es war sehr viel weniger. Es war nicht diese Vielfalt und typischerweise gab es eine große Schlange, wenn es irgendwas Gutes gab. Die Zeit am Anfang war unglaublich spannend, aber hauptsächlich schon schrecklich. Ich erinnere mich nur so an manche Sachen nur so ein bisschen dunkel, weil so viel Chaos war. Wir haben in so einem riesen Wohnheim gewohnt und es waren unglaubliche Kakerlaken da, die von einem Möbelstück aufs andere übersprungen sind mit Anlauf. Das war Juli oder Juni 92. Wieso Juni? Mai? Ah, Mai, ja. Mai 92. Es war mehr als 30 Grad. Für uns das war sehr heiß. Dort waren sehr viele Asylanten. Als wir kamen, so ungefähr 20 Asylanten waren im Hof. Und dort war Zaun? Zaun wie in KZ. Und so Baracken aus Holz. Und diese Männer haben ein anderes Haaren.
geschnitten und alle haben geschrien, Russisch, zap, zarab, Russisch, zap, zarab. Und dort sind wir gelandet. Also meine erste Erinnerung ist, dass es furchtbar gestunken hat, weil da einfach von den ganzen Nationalitäten Essen gekocht wurde, deren Gewürze ich damals einfach nicht so kannte. Also es hat einfach furchtbar gestunken, weil da hat einfach die Lüftung nicht funktioniert und ganz vieles. Und es gab eine Küche, wo irgendwie 60 Leute aus, weiß nicht, 14, 15 Nationen jeweils ihr Essen gekocht haben. Und das Zimmer war, es waren halt so Holzwände und das war ungefähr 12, vielleicht 14 Quadratmeter groß. Und es waren so ganz hässliche, so aus ganz altem braunem Stahl, so Etagenbetten drin und dann noch eine Matratze in der Mitte des Zimmers für meinen Bruder und halt so irgendwie ein Tisch, vier Stühle, ein sehr hässlicher orangener Schrank. So, es war einfach alles alt und man hatte das Gefühl, da hatten halt vor uns irgendwie schon 100 andere Menschen gelebt, die alle nicht an dem Zimmer gehangen haben. Also es war einfach alt und so vermodert und einfach nur unangenehm. Also ich weiß noch, dass ich dachte, oh Gott, hier können wir doch nicht leben. So. Ja, und ich habe dann halt gesehen, in diesem kleinen Lebensbezirk, da waren dann halt doch auch viele Kinder. Und ich habe dann die Kinder kennengelernt, so langsam. Und so Luftlinie 7-8 Kilometer von hier haben wir ja einen Bauernhof gehabt, damals noch mit Tieren, mit Kühe, mit Hühner, mit Hund und Katze. Und ja, dann hab ich gefragt, ob die mal mit dürfen, die Kinder. Und dann haben die mir die Kinder mitgegeben. Das war der Hammer. Die haben einfach Vertrauen gehabt. Die haben gesagt, die Leute wissen gar nicht, wo ich die Kinder nachnehme. Ja. Anita war eine Frau von einem Bauernhof. Also ihre Familie hatte einen Bauernhof. Und sie hat uns Kinder da manchmal rausgeholt und so für ein Wochenende oder auch mal in den Sommerferien für eine Woche zu sich auf den Bauernhof geholt. Und es war einfach irgendwie der einzige Sonnenschein in dieser Zeit, würde ich sagen. Sie kam immer freitags, also sie hat uns nicht jeden Freitag zu sich geholt, aber sie kam uns jeden Freitag besuchen. Und wir hingen da immer, also wir sind immer aus dem Wohnheim raus und diese Feldstraße Richtung Innenstadt und hingen da immer an der Ecke, so weit wie wir gehen durften und haben immer auf ihren beigen VW Passat gewartet und dann immer Anita, Anita und im Auto hinterhergerannt und immer ganz furchtbar gehofft, dass sie uns übers Wochenende mitnehmen würde, damit wir da rauskommen. In Deutschland war es für mich irgendwie selbstverständlich, dass ich auf ein Gymnasium gehen möchte, weil ich studieren wollte, das war mir schon klar. Und als ich versucht habe, mich auf eins anzumelden, haben sie mir eine Prüfung in Französisch gemacht und ich bin drin durchgefallen, weil ich mich zu der Zeit nur mit Deutsch beschäftigt habe und einfach ein Blackout hatte. Und daraufhin haben mir dann die Schulleiterin gesagt, dass ich auf eine Hauptschule gehen sollte und erstmal die deutsche Sprache genügend lernen und mich danach vielleicht nochmal melden. Das fand ich ein bisschen unfair, weil ich erst einen Monat in Deutschland war und mich doch immerhin ohne Dolmetscher verständigen konnte. Ja, auf eine Hauptschule wollte ich nicht so gerne, deswegen bin ich dann direkt nochmal zum Schulamt gegangen und habe gefragt, ob ich nicht vielleicht doch noch eine Chance kriegen würde. Und man hat mir eine Realschule empfohlen oder zugeraten. Und auf dieser Realschule habe ich dann innerhalb von einem halben Jahr vier Klassen gewechselt. Ich bin zu zwei internationalen Klassen gegangen, wo nur ausländische Kinder drin waren und wo wir uns hauptsächlich mit Deutsch und noch ein bisschen Integrationssachen beschäftigt haben und parallel auch in die Klasse 7 und in die Klasse 8, weil die Lehrer es nicht registriert haben, dass ich zwar klein bin, aber doch schon 15. Und ja, so habe ich im Prinzip ein Jahr verloren, aber nachdem dieses Schuljahr um war, hatte ich immerhin ein sehr gutes Zeugnis und den Mut zu fragen, ob ich nicht vielleicht jetzt auf ein Gymnasium dürfte. Ja, und da bin ich wieder in die 9. Klasse gegangen, die ich eigentlich bereits in Kirgisien abgeschlossen hatte. Also die erste Zeit an der deutschen Schule habe ich einfach nur gehasst, weil es so schwierig war, weil ich ja nichts verstanden habe. Also ich habe wirklich teilweise nicht mal verstanden, in welchem Fach ich gerade saß. Ich habe dann halt so Mathe an den Zahlen erkannt. Und Musik und Sport sind ja auch nicht schwer zu erkennen. Aber so den ganzen Rest, so
Heimat und Sachkunde und ich weiß nicht, was man da alles macht, Religion und all diese Dinge, die kamen mir halt alle gleich vor, weil ich ja kein Wort verstanden habe. Und ich habe dann irgendwann mal gewusst, dass die Fächer verschiedene Farben haben, also die Hefte hatten verschiedene Farben. Und dann habe ich halt gewusst, heute ist einmal gelb, einmal grün, zweimal blau, einmal rot. Aber was das jeweils bedeutet hat, was das für ein Fach war, das wusste ich nicht. Und ich hatte ja auch keine Freunde, weil ich mit keinem was reden konnte. Und ich habe es richtig gehasst. Also ich habe immer gebettelt, dass ich nicht in die Schule muss und geheult. Und es war einfach die Hölle so. Es war immer sehr unterschiedlich, auf einer deutschen Schule wieder Freunde zu finden. Was ich spannend fand, dass ich an zwei Schulen war und dass ich an beiden Schulen als hässlich gehänselt wurde. Dafür habe ich jahrelang gebraucht, bis ich darüber hinweg konnte. Und ja, die waren auch nicht immer alle nett zu mir, vor allem auf dem Gymnasium gar nicht. Da gab es welche, die waren gut in der Schule, die waren noch relativ nett bis gleichgültig zu mir. Und dann gab es da welche, die waren nicht gut in der Schule. Und dann hatte sie unglaublich gestört, dass jemand, der 6 Monate in Deutschland ist, sich mehr meldet und die besseren Klassenarbeiten schreibt. Und dann, ja, dann wollten sie da ein bisschen eingreifen. Dann haben sie mich im Unterricht unterbrochen oder mich im Unterricht beschimpft und meine Hefte in den Pausen zerstreut und mich auf der Treppe geschubst und sonst noch irgendwie ganz unangenehme Sachen gemacht, wo ich mich auch nicht gut wehren konnte, weil ich mich einfach noch nicht, ja, nicht in genügender Form verständigen konnte, dass ich Sachen nicht zum Ausdruck bringen konnte, wenn ich empört war. Und ich habe mich oft auch nicht getraut, weil ich mich irgendwie schon so als die Ausländerin, als die Minderbemittelte gefühlt habe. Na, ich habe hauptsächlich über Bücher gelernt, indem ich aus der Stadtbibliothek immer die Bücher ausgeliehen habe, die ich auf Russisch auswendig konnte, so wie Pippi Langstrumpf oder so die Geschichten von Erich Kästner. Und dann habe ich die einfach gelesen und versucht, so viele Wörter wie möglich zu erkennen oder mir zu merken. Und ansonsten habe ich es einfach aufgeschnappt. Also ich bin zur Schule gegangen und immer, wenn ich irgendwas verstanden habe, habe ich mich gefreut. Und dann habe ich mir, wenn ein Wort gut klang, habe ich dann versucht, es mir zu merken und selbst zu benutzen. Ja, wie habe ich Lena eigentlich kennengelernt? Wir sind einfach damals in die 12. Klasse gemeinsam gekommen. Das war ein interschulischer Leistungskurs Latein. Und ich habe sie einfach in der ersten Stunde Latein kennengelernt. Sie ist recht bald in den ersten 2 Wochen als etwas strebsam, etwas lautstark, sich häufig meldend aufgefallen. Und sie hat immer ein sehr seltsames Ich gesprochen. Quasi Ich, so noch mit einem Hauch von einem Rachen-R drin. Weswegen ich anfangs dachte, sie sei Österreicherin. Und nach 2-3 Wochen hat sie mich dann mit der Meldung überrascht, sie sei Jüdin und sie sei aus Russland. Wir waren halt die Freaks und die Freaks freunden sich sofort an. Es gab noch eine dritte, Tanja, und wir waren halt die Latein-Freaks, die dann immer so, das war Martins Idee und niemals meine, aber wir sind dann immer zu so Römertagen gefahren oder irgendwie so Zeugs. Also es war mehr so eine Freak-Gemeinschaft. Also für jemand, der nicht in Westeuropa zu Hause ist, ist das Schulsystem hier etwas gewöhnungsbedürftig. In der Sowjetunion war das so, dass man eigentlich nach 10 Jahren Schule damit fertig war, im Institut war und dort eigentlich in seiner besten kreativen Phase Sachen gemacht hat, die einen interessiert haben. Während hier 19-Jährige immer noch zur Schule gehen und das tun, was die Lehrer von ihnen wollen. Ich selbst habe das nicht so gemacht. Ich war damals in einer glücklichen Situation, dass mein Abitur bzw. das russische Gegenstück zum Abitur fast fertig war. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, das in Deutschland noch fertig zu machen und wurde damit für die Uni zugelassen. Das war ein Jahr, in dem diese Regelung noch gegolten hat. Ich persönlich fand das für mich sehr schön, mit 16, 17 Jahren an der Uni zu sein. Ich hatte noch, zumindest wenn ich an mich selber denke, mehr Motivation,
wirklich lange zu lernen. Also im Unterschied zu viele andere, also zu viele andere, wo ich auch kennengelernt habe aus anderen Nationen, war es bei den Kontingentflüchtlingen so, dass sie sich dahinter geklemmt haben und einfach aus ihrer Situation was gemacht haben, weil sie das Ziel gehabt haben, ich möchte hier Wurzeln schlagen, ich möchte hier dazugehören, ich möchte hier einfach was mitbewegen und ein Leben mir aufbauen. Nicht so in dem Gedanken, ja, der Staat wird mich versorgen oder das Sozialamt wird mich versorgen, sondern ich möchte was machen. Ich hab Ärztinnen getroffen, die dann einfach im Altersheim gearbeitet haben als Pflegekraft, weil sie als Arzt viel zu hohe Hürden gehabt hätten, überhaupt die Anerkennung noch zu kriegen. Und dann haben sie es einfach so gemacht. Und ja. Meine Mutter, die war Architektin und ihr wurde hier gesagt, dass sie mit ihrem Wissen von dort nicht als Architektin hier arbeiten kann. Aber eigentlich war sie eine gute Architektin in leitender Position, war für den Flughafen von Grozny verantwortlich. Man hat es bestimmt in zerbombter Form oft in Nachrichten gesehen. Ja, also konnte eigentlich viele Sachen. Ich habe oft Programme geschrieben für Buchhaltung, für Buchhaltung. Und als wir mit Deutschkurs fertig waren, wir sind beide zum Arbeitsamt gegangen. Und die Beraterin dort hat gesagt, sie haben keine Chance, nur putzen. Das war das Einzige, was sie uns gesagt hat. Und dann, das war so unerwartet, dass ich habe ihr gesagt, kann ich vielleicht neben Computer putzen? Als Spaß habe ich gesagt. Und sie hat gesagt, warum neben Computer? Ich habe gesagt, weil ich Programme geschrieben habe. Und sie sagt, welche Programme? Ich sage, für Buchhaltung. Und dann sagt sie, eigentlich ab nächsten Tag habe ich Buchhaltungskurs. Ich habe einen Platz für sie. Und so am nächsten Tag habe ich Buchhaltungskurs angefangen. Also gerade am Anfang war es sowieso schwierig und ich glaube, sie haben es gerade in der Zeit im Wohnheim schon hinterfragt, weil sie auch gesehen haben, dass es mir nicht gut ging. Mein Bruder war dann ja zum Studieren weggezogen, aber so mir ging es einfach nicht gut und ihnen ging es nicht gut. Und natürlich ist es immer noch manchmal nicht einfach, weil sie vielleicht Dinge auf Deutsch nicht so ausdrücken können, wie sie es gerne hätten. Oder sie konnten ja auch beide nicht in ihren Berufen weiterarbeiten. Das heißt, sie wurden heruntergestuft und auf sie wurde dann herabgeschaut oder sie hatten Schwierigkeiten. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was einen sehr mitnimmt, psychologisch, seelisch. Viele haben gesagt, wir sind hierher gekommen, wir haben den Schritt gemacht, was für uns schwer war, wegen unserer Kinder, dass die eine andere Zukunft haben, wie wir vielleicht gehabt haben in Russland. Als Lena noch im Gymnasium war, sie hat Prüfungen in Journalistenschule in München bestanden. Und aus... Wie viel? Ich weiß nicht genau, aber 4.000, glaube ich, ja, waren 40 Leute ausgewählt. 25. Und dass sie als Jüdin und Russin hat diese Prüfungen bestanden, gerade mit meiner Geschichte, dass sie Jüdin ist und Russin, das hat er nie gestört, das war für uns ein Wunder. In der Sowjetunion sollten Leute ja möglichst gleich sein, damit sie irgendwie sich ja nicht voneinander unterscheiden. Wenn dann eine Gruppierung ihre eigene Kultur hat und ihre Religion und dann auch noch hartnäckig dran hängt, muss man da ziemlich durchgreifen und das verbieten und verfolgen. Und irgendwann kam es dann auch dazu, dass viele, die meisten sich so assimiliert haben, dass sie dann einfach nur noch wussten, dass sie Juden sind, weil das bei ihnen im Pass so stand, aber nicht mehr wussten, was das eigentlich speziell so bedeutet. Ich bin aus einer Generation, die eher atheistisch erzogen wurde. Also ich bin nicht mit Religion aufgewachsen. Nachdem wir hier waren, gab es mehr Gelegenheit dazu. Jetzt würde ich mich schon als einen religiösen Menschen bezeichnen, allerdings nicht unbedingt jemanden, der
viele Vorschriften wirklich gewissenhaft erfüllt. Also, heute versuche ich eben den Gottesdienst zum Schabbat und zu den wichtigen Feiertagen zu besuchen. Ich halte mich auch an die zwei wichtigsten Fasttage. Also Yom Kippur, das ist der Tag, an dem unser Leben des vergangenen Jahres bewertet wird vom Allmächtigen. Und der 9. Av, das ist der Trauertag, an dem die beiden Tempel des jüdischen Volkes im Altertum zerstört wurden von den Römern und von den Babyloniern und auch andere schlimmen Ereignisse passiert sind. Und das ist ein Fasten, was 25 Stunden circa geht, und da darf man nicht essen, nicht trinken und ein paar andere Sachen auch nicht machen. Das Judentum ist keine Religion, in der man sagt, ich glaube an die und die Sachen und das macht diese Religion aus. Und das ist eine Religion, wo man wirklich auch nach bestimmten Regeln lebt. Diese Regeln regeln dann den Alltag und strukturieren ihn und auch das ganze Jahr lang. Zwei ganz wesentliche Punkte davon sind für mich das koschere Essen und der Schabbat. Für mich ist Schabbat einfach eine super tolle Erfindung. Also ich weiß nicht, wie mein Leben aussehen würde, wenn es das nicht gäbe. Weil ich manchmal, wenn ich so mittwochs oder so schon am Anfang der Woche Montag Stress habe, sage ich mir, halte durch, bald ist Schabbat. Es ist einfach, ja, da ist es egal, ob jetzt irgendwas fertig gemacht werden soll oder nicht. Ich bemühe mich, das möglichst unter der Woche fertig zu machen. Aber dann ist auch irgendwann mal zünde ich die Kerzen und es ist Ruhe im Haus. Ich finde grundsätzlich den Gedanken, dass die Familie sich jeden Freitag zum Essen zusammensetzt, ja, also einfach diesen Gedanken, einen festen Tag zu haben, wo man in sich kehrt und einfach als Familie verbringt, finde ich einen sehr schönen Gedanken, den ich gerne in meiner Familie hätte und von dem ich ziemlich genau weiß, dass wir es niemals schaffen werden, weil immer was anderes kommen wird. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanken sehr schön, aber ich muss nicht dazu in die Synagoge gehen und Kabbalat Shabbat feiern. Aber ich finde diesen Grundgedanken so, dass es einen Abend gibt, wo die Familie zusammensitzt und wenn es dann noch klappt, noch einen Abend gibt, wo man sozusagen sich einfach auf sich selbst besinnt, ja, und einfach nicht so in diesem ganzen stressigen Leben der heutigen Zeit lebt, finde ich sehr schön. Natürlich ein wesentlicher Bestandteil von mir. Ich bin in der russischen Kultur mit russischer Literatur, mit russischen Bildern, mit russischer Musik aufgewachsen. Die Sprache, in der ich denke, ist im Wesentlichen immer noch Russisch. Die ersten 14 Jahre des Lebens sind eben nicht einfach so wegzubekommen. Die beeinflussen einen dann schon permanent. So ist es einfach. Seit ich in Deutschland bin, bin ich nicht mehr nach Kirgisien zurückgefahren, auch nicht zum Besuchen oder so. Ich glaube, ich würde das gar nicht mehr erkennen können, wie sich das geändert hat. Es ist sehr vieles anders geworden. Es ist ein ganz anderes System. Es sind andere Menschen. Es sind jetzt kaum mehr russischsprachige Menschen da. Und Kirgisisch habe ich zu meiner Zeit, als ich noch da war, nicht sprechen müssen. Und ich habe es auch nicht sprechen können und jetzt erst recht nicht. Und er würde es schon am Kommunikationsproblem scheitern, weil ich mich nicht weiterhin verständigen können würde da. Es ist immer überraschend zu Hause. Also ich denke mal, es wird mir alles ganz furchtbar fremd sein und ich kenne mich nicht mehr aus. Und bei ganz vielen Dingen tue ich das auch nicht. Und es fällt mir teilweise schwer, Russisch zu sprechen. Weil wenn ich Dinge aus dem Deutschen übersetze, dann klingen sie einfach sonderbar. Also wenn ich zum Beispiel nach dem Weg frage und dann
das im Russischen so formuliere, wie man es halt im Deutschen formuliert, nämlich irgendwie Entschuldigung, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, wie komme ich da und dahin? Dann sagen die Russen, wieso sagst du so oft Danke und Bitte? Du sagst einfach irgendwie auf Russisch, wie komme ich dahin? In einem sehr unfreundlichen Ton, das fällt mir dann schwer, aber wenn ich dann die Menschen so treffe und deren Gastfreundschaft und deren Herzlichkeit, dann ist das, freue ich mich sehr und dann ist das so ein bisschen wie nach Hause kommen. Als wir herkamen, war es für mich alles ganz ungewohnt und merkwürdig, wie so eine Welt so ganz anders aussehen kann wie meine eigene. Und es hat mich auch interessiert, wie es dazu gekommen ist. So bin ich langsam dazu gekommen, Geschichte zu studieren und erstmal mich dafür zu interessieren und irgendwann mal auch mich dazu zu entscheiden, das richtig beruflich zu machen. Ich bin an der Universität tätig als wissenschaftlicher Angestellter. Ich leite eine Arbeitsgruppe aus 4 Doktoranden zum Thema Zuverlässigkeit und Testmethoden von Mikro- und Nanoelektronik. Bin da an einigen Projekten beteiligt, muss oder darf Lehrveranstaltungen halten, Vorlesungen, Seminare, bin auch international viel unterwegs. Ich bin Schriftstellerin, was logischerweise bedeutet, dass ich Bücher schreibe und Geschichten und andere Dinge. Und was so halt dazugehört, ich bin viel auf Lesungen oder ich gebe Interviews und ich schreibe journalistische Sachen oder mache irgendwie Radiosachen manchmal und Kommentare. Und dann habe ich, eigentlich schreibe ich noch an meiner Dissertation. Das heißt, in dem Zusammenhang muss ich irgendwie auf Konferenzen und Vorträge halten. Was mache ich noch? Und dann sind irgendwie immer noch so andere Projekte, an denen ich arbeite, wie zum Beispiel ein Schulbuch, an dem ich gerade mitgeschrieben habe. Aber es sind immer so, also es hat eigentlich alles mit Schreiben zu tun, was ich mache, glaube ich zumindest. Als ich zur Schule gegangen bin, haben meine Lehrer irgendwann mal mitbekommen, dass ich eine Ahnung habe von Judentum. Und dann hat mich eine Lehrerin ein paar Mal in ihre Religionsklasse mitgenommen, damit ich da so ein bisschen eine Stunde leite und dass die Kinder mich sehen und sehen, oh, das ist eine Jüdin, die sieht modern aus, die hat was drauf, die geht auch noch zur Schule und vergaß es die lange nicht geworden. Dann irgendwann haben andere Lehrer davon gehört, dann bin ich nochmal in eine andere Klasse reingekommen. Aber das sind alles Einzelfälle. Die ganzen anderen Kinder denken wahrscheinlich wirklich, ah, Juden, ja, Holocaust, was noch für Stichwörter? Was sagt man der Begriff Juden? Mit Juden verbinde ich eigentlich eher die Zeit von Hitler, Massenvernichtung, Völkermord, Rassenverfolgung etc. Ich heiße Natalia Kalinik und bin in der Ukraine, in Kiew, im Jahr 1979 geboren. Im Jahr 92 kam ich nach Deutschland zusammen mit meinen Eltern und im Moment promoviere ich an der Universität Freiburg. Ich heiße Julia Resnitska, bin 85 in Chișinău geboren, in der Hauptstadt von Moldawien und bin seit 8 Jahren hier in Deutschland und studiere BWL und mache mein Praktikum hier bei BW Bank. Ich heiße Natascha Zembiak. Bin 92 nach Deutschland gekommen, aus der Ukraine, aus Dnipropetrovsk. Damals war ich 9 Jahre alt, war natürlich die Entscheidung von meinen Eltern damals, nicht meine eigene. Und seit 16 Jahren lebe ich also in München, bin seitdem nie umgezogen, bin hier zur Schule gegangen, die ganze Schulzeit lang. Und habe dann angefangen zu studieren an der LMU, an der Münchner Uni. Studiere Germanistik und Anglistik. Und werde witzigerweise so in einem Jahr anfangen, deutsche Kinder auch in deutscher Literatur zu unterrichten. Ich heiße Irina Kuznetsova, ich bin in St. Petersburg geboren. Mein Name ist Alina Zaritsa, ich bin 23 Jahre alt und wohne hier in Deutschland seit etwa 13 Jahren. Ich heiße Veronika und ich bin aus Russland gekommen, aus St. Petersburg. Ich studiere zurzeit an der Universität Stuttgart, 2 Fächer Kunstgeschichte und Philosophie, bin fast derzeitig fertig mit meinem Studium und werde voraussichtlich meinen Doktortitel machen und anfangen zu arbeiten in meinem Milieu. Ich arbeite inzwischen seit 3 Jahren ungefähr mit autistischen Kindern, ich betreue die. Ich studiere Kunstgeschichte und ich hoffe, dass ich später auch einen interessanten Job finde, wo ich vielleicht auch
meine russischen Vorkenntnisse mitverwenden kann. Ich heiße Veronika.